Hallo und herzlich willkommen zu Extra 3 von Kirby's Dreamcast. Wir haben schon 14 Leben zusammengesammelt und es beginnt der Moralbrecher-Abschnitt aus dem normalen Spiel. Interessanterweise ist das hier in den Extrakursen gar nicht so ein schlimmer Moralbrecher. Wir werden gleich sehen, warum. Aber die ersten beiden Level sind immer noch so angelegt, dass es mit den Hole-in-Ones ein bisschen kritisch ist. Besonders in der ersten Stage, weil in der ersten Stage glaube ich nicht, dass es überhaupt möglich ist, ein Hole-in-One zu schaffen. Ja, erstmal haben wir hier vorne diesen einen lustigen fliegenden Gegner und der ist schon der Hauptgrund, warum es völlig unmöglich ist. Und dann haben wir da unten diese beiden Gegner. Wir müssen erstmal diesen fliegenden Gegner aus dem Weg räumen und dann nach Möglichkeit auf die Startplattform zurückspringen. Und dann können wir den relativ einfachen Two-Shot kriegen. Bounce! Man muss nur mit der Sprungplattform möglichst weit wieder hier hochkommen. Ja, noch ein bisschen weiter, noch ein bisschen weiter, Kirby, noch ein bisschen weiter. Jawohl, perfekt. So, jetzt sind wir nämlich wieder auf der Startplattform. Und jetzt können wir einfach einen geraden Schuss runter zum Zielloch machen. Aber darunter zu schießen und dann irgendwie so wieder hochzukommen, dass wir weit genug fliegen, um hier unten zu dem nächsten Squiddy zu kommen und dann in das Loch von dem letzten Squiddy reinzufliegen, sehe ich nicht, wie das irgendwie möglich sein soll. Das hat man immer noch oder wieder mal hier als erste Stage gewählt, was ich immer noch irgendwie doof finde. Hätte man lieber als dritte Stage oder sowas nehmen sollen, nachdem man schon mal die erste Stage so aufgebaut hat, dass man zumindest ein Hole-in-One schaffen kann. Damit der Spieler schon mal sieht, jawohl, da habe ich was voll. Und dann kommt eine schwere Stage. Die super schweren Stages sollen ja nicht unbedingt ganz am Ende sein, weil da müsste man ja jedes Mal den gesamten Kurs, alle Kurse nochmal spielen, nur weil man nachher am Ende die schwere Stage versaut hat. Ja, jetzt haben wir den gleichen Mist hier nochmal rückwärts. Die Chaos Stage hier, wo man einfach den Zufallsgenerator-Button gedrückt hat, um alles möglich zusammen zu klatschen, war beim letzten Mal schon ziemlich schwierig mit einem One-Shot zu schaffen. Dieses Mal müssen wir von hier unten nach ganz oben springen, also gucken wir mal, wie weit wir hier durchkommen. Wenn wir irgendwas falsch machen, dann transportiert uns die Stage hier, jawohl, sehr schön, eigentlich immer wieder an den Anfang zurück mit den ganzen Förderbändern hier, aber das hat ganz gut funktioniert. Wir haben sogar den einen Gegner hier vorne erwischt und dann können wir einfach da vorne in das Loch reinspringen. Sehr schön, sehr schön. Hier sind so unglaublich viele Warps und was nicht alles. Boink. Da passiert es ganz schnell, dass man irgendwo hängen bleibt und dann sofort wieder. An den Anfang befördert wird. Ja, damit haben wir ein Total von 4, aber ab jetzt sollte es eigentlich besser werden. Ja, hier vorne gibt es jetzt eine Hochsprungfähigkeit und unser liebes Ziel. Die Hochsprungfähigkeit wollen wir auf jeden Fall mitnehmen, von daher werden wir auf den als erstes zielen. So. Und wenn wir den richtigen Winkel drin haben, dann sollte es sogar möglich sein, ein Hole-in-One zu schaffen. Go Kirby! Go Kirby, jawohl, das ist da oben ganz eng mit dem Abprallen. Wenn man ein bisschen zu weit zur Seite gesteuert hat, dann prallt man einfach in die falsche Richtung ab, weil da vorne die Kante ist. Aber so ist es ein Hole-in-One. Ein Up. Sehr schön, sehr schön. Und schon haben wir 15 Leben zusammengesammelt. Da ist der Moralbrecher-Abschnitt auch eigentlich schon wieder vorbei. Total von 5. Aber hier in den Extrakursen erwartet man ja auch eigentlich, dass man ein deutlich höheres Endergebnis nachher hat, als in den normalen Kursen. Also ist das hier mit dem Moralbruch sowieso nicht ganz so schlimm. So, wir kurven uns hier einmal um die Ecke rum, weil die Stage ist ja jetzt deutlich fieser aufgebaut worden mit den Gegnern, als es beim letzten Mal war. Aber wenn wir an der Wheelie-Fähigkeit einmal dran sind, zoom, ist das ja alles kein Problem mehr. Hier ist das Hole-in-One super einfach aufgebaut, wenn man die ersten Gegner erwischt hat. Denn hier vorne ist eine Steinfähigkeit und das Loch ist dann an der Schrägen. Also, Hole-in-One durch Steinaktivierung. Ein Up. Sehr gut, Team. Damit haben wir 16 Leben zusammen. Wie gesagt, bei manchen Stages fragt man sich nur, hä, warum war das denn nicht die normale Version von der Stage? Die war doch viel einfacher zum Hole-in-One-Schießen als die Grundversion. Merkwürdig. Vielleicht hat man sich bei den Extrakursen noch einfach nur mehr dabei gedacht und hat sich über mehr Gegnerplatzierung Gedanken machen müssen, wie der Spieler denn überhaupt durch die Stage durchkommt. Und deswegen sind die Stages einfach besser geworden. Ich muss auch sagen, dass ich die Extrakurse insgesamt eigentlich viel lieber spiele als alle anderen normalen Kurse. Gerade aus diesem Grund. So, hier muss aber eigentlich der Two-Shot passieren. Hier weiß ich auch nicht, wie man es mit einem One-Shot überhaupt irgendwie schaffen können soll. Wir sind jetzt mit der Igelfähigkeit hier vorne so hängen geblieben, dass wir jetzt nach Möglichkeit hoch zu der Steinfähigkeit kommen können. Ich hoffe, es funktioniert. Pump, pump, Kirby, pump, Kirby, pump. Boah, das war knapp. Okay, und das wird jetzt zwar eine Weile dauern, aber dann aktivieren wir hier oben die Steinfähigkeit und rutschen langsam aber stetig für den Two-Shot runter in das Loch hinein. Kaplonk!
Ein Up. Gute Arbeit. Nein, es war nicht ein Up. Es war ein Two-Shot. Da kriegen wir leider kein ein Up für. Total von 8. Man sollte einen Up kriegen in diesen Stages, in denen es unmöglich ist, mit einem One-Shot ins Loch reinzukommen, wo man es dann aber trotzdem mit 2 Schüssen, wenn es uns geschafft hat. Ja, die Stage ist wieder ziemlich einfach, weil wir uns sehr viel mit A weiter beschleunigen können. Ah, sehr schön, da haben wir schon mal den ersten Gegner erwischt, den hätten wir auf dem Rückweg sonst noch mitnehmen können. So, dann schnappen wir uns hier oben die beiden, wir haben immer noch High-Jump, um uns ein bisschen schneller zu machen. Das Loch ist erschienen, jetzt können wir High-Jump benutzen, um uns wieder Schwung zurückzuholen. Jawohl, und landen hier vorne einmal auf der Schrägen. Dann kann uns das Spiel da ganz gemütlich rüberschleppen. Oh, landen wir drin. Ah, nicht ganz. Aber auf dem Hügel gelandet, das hat gereicht. Hole in one. Um gemütlich reinkullern zu können. Jetzt aber ein Up. Schon wieder viel besser. Da haben wir unsere 17 endlich zusammen. Hätten wir schon auf der letzten Stage haben sollen. Frechheit. So. Noch 2 Kurse, dann haben wir extra 3 geschafft. Loch Nummer 7. Ja, war beim letzten Mal schon ziemlich lächerlich, um das mit einem One-Shot zu erledigen. Dieses Mal ist es eigentlich nur noch schlimmer geworden, weil das Spiel meint, uns in der Mitte der Stage starten zu lassen. Und von daher werden wir lieber den Two-Shot nehmen, der ziemlich offensichtlich vorausgeplant ist. Wir müssen nur A richtig benutzen, denn das hier wird jetzt schwierig. Achtung, Bounce, jawohl. Nochmal, können wir nicht bouncen, dann würden wir im Wasser landen, dann benutzen wir High-Jump und springen. Perfekt, und wir landen bei der Eisfähigkeit. Dann aktivieren wir die Eisfähigkeit, damit wir nicht weiter springen. Ansonsten fliegen wir nämlich zu weit. Sehr gut. So, und jetzt können wir den Pfeil hier vorne benutzen, um rüber ins Loch reinzuschlittern. Hier müssen wir nur mit der Stärke unseres Schusses extrem aufpassen. Denn dadurch, dass Eis so überhaupt keine Reibung hat, passiert es hier sehr, sehr schnell, dass man zu schnell für das Loch ist. Und ja, das sieht gut aus. Perfekt. Yay, hole in two. Wieder mal kein Leben abgestaubt, aber das für mich beste Ergebnis, das wir hier hätten haben können. Das heißt, es bleibt uns nur noch das finale 8. Loch von Extra Nummer 3, welches mal wieder eine UFO-Fähigkeit für uns bereithält. Ob die UFO-Fähigkeit an sich reicht, um hier ein Hole-in-One zu schaffen, das werden wir gleich sehen. Ich bezweifle es mal ganz stark, weil hier hat man einen echt engen Plan fürs Hole-in-One. Wir gucken mal. So, wir müssen ein Stück zurückspinnen, weil wir das UFO einsammeln müssen und dann rüber in den Warp müssen. Verdammt, wir sind zu weit gesprungen. Komm, dann rollen wir halt zurück und das funktioniert auch. Das funktioniert fast genauso gut. So, dann kommen wir nämlich hier oben aus und können den ganzen Weg hier zurückkullern, um die Gegner hier vorne mitzunehmen. Perfekt. So, dann brauchen wir Schwung nach hier unten und aktivieren UFO, um jetzt einen Gegner nach dem anderen einzusammeln. Und wenn wir das jetzt perfekt gemacht haben, das war knapp, dann können wir jetzt bis vorne in das Loch reinkommen. Jawohl, das sieht gar nicht so schlecht aus. Wir haben nur noch eine Sekunde und nein! Ah, Kirby! Verdammt! Nein, wir waren ein bisschen zu weit links. Oh, wir hatten es sogar. Ich habe mich nur ein kleines Stück versteuert. Man kann A nicht benutzen, um über dem Loch A anzuhalten, wenn man gerade eben auf der Kante von dem Loch ist. Dann funktioniert das einfach nicht. Ah, wie ärgerlich. Ja, ne? Doof. Hätten wir ein Stück weiter nach rechts gelenkt, dann wäre es hier das Hole-in-One gewesen. So war es nur ein Two-Shot. Aber egal. War trotzdem keine schlechte Partie. Haben wir halt ein Total von Pechszahl 13. Ist jetzt auch nicht so kritisch. Gute Arbeit, Kirby. Das heißt, du hast ja einen Kirby Dance verdient und definitiv die Goldmedaille für Extra Nummer 3 zusammengesammelt. Yay! Schon ein bisschen ärgerlich. Finde ich jetzt gerade ein bisschen frustrierend, dass es in der letzten Stage nicht so gut geklappt hat. Aber okay. Das UFO ist nicht immer der Lebensretter, der es sein sollte. Ich mag es, wenn Kirby völlige Panik schiebt in seinem eigenen Kirby-Dance. Und wir hätten 21 Punkte gebraucht, um hier Gold zu kriegen. Poppy Peng war hier der Rekordhalter. Junior oder Senior, ist schwer zu sagen bei diesen kleinen Bildern. Sieht aber eigentlich eher nach Junior aus von der Größe her. Jetzt dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir Extra Kurs 4 angehen werden. Juhu, die Tornado Power im Extra Kurs. Das kann ja nur lustig werden. Ach, so schön pink hier. Ich glaube, wir genießen lieber den Wald, anstatt uns in die nächste Extra Stage reinzuschieben. Ist immer so viel Stress. Bis zum nächsten Mal. See ya.